Hallo, ich bin Aileen. Ich begrüße euch recht herzlich zu Kettlebell Teil 3. Es ist wirklich ein fortgeschrittenes Video, also ich hoffe, ihr habt fleißig geübt. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die Grundtechniken ein, die wir dann zu einer Kombination zusammenfügen. Okay, wir starten mit einem Swing, Swing to Catch, Squat und Halo. Das alles kombiniert. Beim Swing wichtig, circa schulterbreiter Stand, gerade Rücken, Schultern zurück, baut eine schöne Vorspannung auf im Rumpf und dann starten wir in den Swing. Ja, gehen wir erstmal jede Übung 1:1 durch. Swing, schöne Spannung, ausatmen beim Hochkommen. Die Knie bewegen sich nicht nach vorne, der Po geht nur nach hinten und die Handgelenke berühren die Oberschenkelinnenseiten knapp unter der Leiste. Wenn ihr den gut habt, geht ihr über den Swing to Catch. Zack. Ja, ich zeige es nochmal. Swing to Catch. Und von hier könnt ihr sehr gut in den Squat starten. Tief runter, gerade Rücken ist wichtig. Gerade nach vorne schauen, mit der Ausatmung nach oben kommen. Nur so tief runter gehen, wie euer Rücken gerade bleibt. Okay, machen wir noch zwei. Tief, hoch. Tief und kommen zum Helo. Eng am Kopf vorbei. Rumpf ist schön stabil. Beide Richtungen. Einmal rechts rum und einmal über die linke Schulter. Okay, das fügen wir jetzt hintereinander zusammen zu einer schönen, schnellen Kombi. Ein Swing to Catch, ein Squat, ein Halo. Los geht's. Swing, Catch, Squat, Halo. Swing, Swing to Catch, Squat, Halo. Immer alternativ, rechte Schulter, linke Schulter. Tief ziehen. Zwei Runden machen wir noch. Rechts herum. Und links herum. Gut, tief durchatmen. Das war die erste Kombi. Könnt ihr als Leitersystem trainieren, 2, 3 hintereinander, jede Woche ein mehr, bis ihr bei 10 seid. Okay, tief durchatmen. Dann gehen wir mit der Kugel einarmig, kombinieren wir Clean, Swing, Press und Squat. Wir starten mal mit dem Clean nochmal zur Wiederholung. Da bleibt der Ellbogen immer eng am Körper. Schwingt aus der Hüfte und zieht die Kugel eng am Körper hoch. Swing. Probiert den erstmal jede Seite, dass ihr da wieder reinkommt. Schön eng am Körper. Schwung kommt wieder aus der Hüfte und die Kugel geht in die Rack-Position. Am Ende muss euer Handgelenk ganz gerade sein. So, von hier geht ihr in den Squat. Ja, einmal auf der Seite. Nachher wechseln wir die Seiten. Die Seiten wechseln wir über den Swing. Ein einarmiger Swing. Wichtig dabei, dass der Oberkörper schön stabil bleibt. Dreht die Schultern nicht mit nach vorne ein. Wir machen mal einen Swing gerade, einen zum Übergeben. Einen gerade, einen zum Übergeben. Bei der Übergabe könnt ihr die Hand drunter rausziehen. Das ist eigentlich so das Beste. Wichtig immer die Spannung im Rücken. Okay, fügen wir das alles zusammen. Wir starten mit dem Clean, Squat und dann noch ein Press dazu. Zeige ich auch nochmal alleine. Schöne Ganzkörperspannung und dann im kleinen Halbkreis über den Kopf bringen die Kugel. Wichtig dabei, dass die Schulter unten bleibt, der Rücken stabil, Schulterblatt stabil und wieder runter mit der Ausatmung. Nach oben und wieder tief. Okay, als Kombination. Los geht's. Clean, Squat, Press und Swing. Ein Swing zur Übergabe. Andere Seite. Clean, Squat, Press und Swing. Ein Swing nach vorne, ein Swing zur Übergabe. Clean, Squat, Press. Und Swing. Okay, machen wir noch 2 Runden.
Und clean. Squat, press und swing. Clean, squat, press. Letzte Runde. Swing zur Übergabe. Und clean, squat, press und stehen. Super, das war die zweite Kombi. Die dritte Kombi, die ich euch mitgebracht habe, ist mehr beinlastig. Wir gehen große Ausfallschritte nach hinten. Beim Ausfallschritt wichtig, 90 Grad Winkel. 90 Grad in beiden Beinen. Schön parallel gehen. Die Kettlebell halten wir einfach vor dem Körper und bringen sie dann auch mit beiden Händen über den Kopf. Dabei darauf achten, dass ihr nicht ins Hohlkreuz kollabiert. Schön Bauchspannung, Becken fest, Bauch fest. Zack, nach oben. Okay, und neben dem Lunge nach hinten haben wir auch noch den Lunge zur Seite. Auch wichtig, Bein ist gestreckt, Po nach hinten, als ob ihr hinter dem Knie einen Hocker habt, auf dem ihr euch setzen wollt. Geht so weit runter, wie der Rücken gerade bleiben kann, beziehungsweise fast parallel den Oberschenkel zum Boden bringen. Machen wir das Ganze mit Gewicht. Rechts beginnt, rechts hinter, zur Seite, über Kopf und dann links. Links hinter, zur Seite und über Kopf. Gleich noch eine Runde. Das hintere Knie berührt fast den Boden. Dann zur Seite, über den Kopf. Und links. Zur Seite. Das macht starke, straffe Beine und ist auch gut für eure Schultern. Tief zur Seite und über Kopf. Letzte Runde. Links rück. Zur Seite und über Kopf. Wunderbar. Okay, letzte Übung, die ich euch mitgebracht habe, ist der Snatch. Mit dem Snatch habt ihr einen enormen Effekt für euren Stoffwechsel. Also ideale Übung für die Fettverbrennung. Ist eine der explosivsten Übungen im Kettlebell. Deswegen ist ganz wichtig, dass ihr dafür sehr gut den Swing trainiert. Ihr müsst so viel Power in den Swing bringen, dass der einarmige Swing bis auf Stirnhöhe geht. Probiert das aus, bevor ihr an den Snatch geht. Macht 5 Swings auf jeder Seite einarmig, wovon mindestens 3 auf Stirnhöhe gehen. Okay, machen wir gleich mal zusammen. Beidarmig starten, loslassen und so viel Power reinbringen, dass die Kugel über die Stirnhöhe hinaus. Einfach nur aus der Hüfte die Kraft nehmen und dann mal die Seite wechseln. Gerade Rücken, Spannung im ganzen Körper und die Swings nach vorne. 2 zum Schwung holen und dann bis auf Stirnhöhe. Hier oben ist die Kugel quasi schwerelos und die Power muss aus der Hüfte kommen, dass die bis da oben hinfliegt, die Kugel. Sonst braucht ihr nicht anfangen, den Snatch zu üben. Der Snatch an sich ähnelt dem Clean. Ihr lasst also den Ellbogen relativ lang am Körper und lasst die Kugel damit eng am Körper quasi nach oben fliegen. Probieren wir das noch, bevor wir dann ganz in den Snatch kommen. Die Power bleibt die gleiche aus der Hüfte, nur der Ellbogen bleibt länger am Körper. Lasst die Kugel hier auch am Kopf vorbei fliegen nach oben. Wenn das gut klappt, probiert es auf beiden Seiten. Ellbogen bleibt eng am Körper. Die Kugel fliegt quasi parallel eng am Körper nach oben an der Stirn vorbei. Super. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte Step für den Snatch. Wir schlagen quasi mit der Hand durch den Kugelgriff durch, genau in dem Moment, in dem sie an unserem Kopf vorbeifliegt, nach oben und haben damit dann den Snatch vollendet. Okay, probieren wir es aus. Ganz viel Power aus der Hüfte. Eng am Körper, zack. Okay, ohne dass die Schulter mit nach oben kommt. Schulterblatt bleibt stabil. Bei dem Runtergehen geht erstmal über die Rack-Position. Macht erstmal so 3 Wiederholungen. Schön viel Power aus der Hüfte, zack. Stehen, runter. Und nochmal.
ziehen. Wenn ihr das gut beherrscht, könnt ihr auch den Rückweg genau wie den Hinweg gestalten. Ihr lasst also den Arm von hier oben langsam runterkommen. Wenn der Ellbogen den Oberkörper berührt, geht ihr mit dem Po nach hinten raus. Lasst die Kugel gegen das Handgelenk wieder gegen die Innenseite des Oberschenkels schlagen und bleibt dann sozusagen im Fluss der Bewegung. Macht das mal vor. Stellt euch am besten etwas hinter die Kugel, wenn ihr hier startet. Gerade Rücken, schöne Spannung. Wichtig auch die Atmung. Los geht's. Tief. Zack, ziehen und wieder zurück. Okay, andere Seite das Gleiche. Gerade Rücken. Fangt ruhig von unten an. Baut euch eine schöne Rumpfspannung. Schulterblätter aktiv nach hinten ziehen. Gerade nach vorne schauen. Und super, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Probiert es einfach mal aus und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!